Hallo, herzlich willkommen zum Lectorial 2 Genetische Algorithmen mit Python. Wir würden jetzt anfangen, verschiedene Aufgaben zu bearbeiten in Lectorials, die inhaltlich zusammenhängen. Und der Hintergrund ist, aufgrund Ihrer hervorragenden Note in der Vorlesung AI, Algorithms and Applications with Python, haben Sie noch während Ihrer Masterarbeit selbstverständlich bei unserem Lehrstuhl ein Jobangebot bekommen bei einem großen Automobilhersteller aus Europa. Und die wollen Sie als AI-Specialist haben. Sie sollen den Wandel in der ganzen Organisation begleiten und verschiedene AI-Tasks-Projekte umsetzen bei der Firma. Die hervorragende Bezahlung und ihr überaus sympathischer Boss haben sie sofort überzeugt und sie fangen dann direkt nach dem Studium damit an. Das heißt, mit dem Wissen, was sie jetzt auch haben, dann geht es jetzt darum, dass sie verschiedene Aufgaben aus dem Feld KI, AI lösen. So, was wird Ihre erste Aufgabe sein? Die erste Aufgabe als AI-Specialist bei Ihrer neuen Firma wird sein, dass sie die Personalplanung um Hilfe gebeten hat. Wie immer wird die Übung folgendermaßen ablaufen. Ich werde erst ein bisschen Grundlagen nochmal wiederholen, um Sie darauf vorzubereiten, auf die Aufgabe, damit Sie wissen, was Sie wissen müssen. Dann wird die Aufgabe vorgestellt. Sie haben genügend Zeit, die Aufgabe zu bearbeiten. Dann besprechen wir die Lösung ausführlich, wobei Lösung immer in Anführungsstrichen zu sehen ist. Alle Lectorials sind bewusst freigehalten. Es geht mehr darum, dass Sie sich mit den Konzepten aus der Vorlesung beschäftigen und verstehen, wie man diese Ideen in Python umsetzen kann, also wie man die Theorie in die Anwendung überführen kann. Und da gibt es immer sehr viele Möglichkeiten. Es gibt aufwendige, unaufwendige, schnelle, leichte, fehleranfällige, nicht fehleranfällige, minimale, aber dafür vielleicht wirklich super spezielle Lösungen oder eher generell gehaltene, eher erweiterbare Lösungen. Ja, es gibt sehr viele Wege, die da ans Ziel führen. Und bitte, bitte nicht denken, dass Sie das dann genau so machen müssen, wie wir es hier besprechen. Wie immer gilt auch hier, es geht darum, dass Sie die Programmierskills verbessern, dass Sie verstehen, wie wir Konzepte anwenden. Mein Hinweis auch, probieren Sie diese Aufgaben in der Gruppe zu lösen, nicht alleine. Probieren Sie diese Lösung zu diskutieren mit anderen Kolleginnen, Kollegen, mit anderen Studenten. Und wer sagt, das ist mir im Moment noch zu kompliziert, ich weiß wirklich überhaupt gar nicht, wie ich sowas jemals hätte hinkriegen sollen, bitte keine Lebenskrise kriegen. Einen Gang runterschalten, vielleicht nochmal die Python-Beginnerübung anschauen, dann diese Übung vielleicht einfach nur mal so als Information mitnehmen und dann die nächsten Vorlesungseinheiten noch mitnehmen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, am Ende der Veranstaltung dann wird eigentlich jeder, der die Aufgaben in der Vorlesung und die einzelnen Programmieraufgaben, der die gewissenhaft probiert, auch in der Lage sein, hier, was wir in den Lectorials machen, nachzuvollziehen und eigentlich auch mit genügend Zeit und etwas Ehrgeiz auch selber hinzubekommen. Worum geht es jetzt? Genetische Algorithmen. Genetische Algorithmen haben wir kennengelernt. Das ist ein heuristisches Verfahren, was darauf abzielt, die Evolution oder evolutionäre Mechanismen zu nutzen, um sinnvolle Lösungen zu finden. Das Ganze läuft über verschiedene Schritte ab. Es gibt irgendeine Fitness-Function, die misst, wie gut oder wie schlecht ein Individuum angepasst ist an irgendetwas Bestimmtes. Dann gibt es eine Selektionsphase, wo verschiedene Individuen ausgewählt werden. Diese Individuen kriegen dann Kinder und diese Kinder mutieren dann irgendwie. Ja, also das heißt, entweder werden die irgendwie kombiniert oder einzelne Stellen oder einzelne Abschnitte dieser Individuen verändern sich, beispielsweise zufällig. Hier links sehen wir so einen klassischen Algorithmus, wie dieses Verfahren informatisch umgesetzt ist. Und das ist so das Takeaway jetzt für die Übung, ja, was Sie wissen sollen. Ja, es gibt diese genetischen Algorithmen. Rechts als Schaubild, links als Algorithmus und es wird jetzt gleich gefragt sein, dieses Konzept mit Hilfe von Python zu implementieren. Eine wichtige Funktion, die vielleicht keiner so parat hat, die man aber auf jeden Fall braucht, ist die Pandas-Read-Exe-Funktion.
gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Excel-Files zu lesen. Wer da nicht mehr so ganz firm ist, wie man Files in Python reinkommt, hier einfach nochmal der Hinweis, die Python-Einführung anschauen und auch das Kapitel 4 Data Engineering, da einfach nochmal sauber durch die Inhalte gehen und dann müsste das soweit klar sein. Es gibt noch verschiedene Parameter, die man der Funktion mitgeben kann, wobei der wichtigste, den wir jetzt auch in der Übung gleich brauchen werden, ist SheetName, dass man eben ein spezielles Excel-Sheet individuell herauslesen kann. Es gibt noch so eine Art Programmierkonzept, was wir in der Übung auch verwenden werden. Das ist sogenannte Masking, was wir fürs Filtern benutzen werden. Die Grundidee dahinter ist, wenn man eine bestimmte Filterung der Daten vornimmt. Ja, also in unserem Fall hier wollen wir nur Werte, beispielsweise die größer als 10 sind und kleiner als 99, dann ist es lässt sich das mit Hilfe von booleschen Bedingungen so formulieren, ja, als Filter formulieren. Und dieser Filter lässt sich dann wiederum weiterverwenden als Index. Ja, und das ist ein bisschen, sagen wir mal, bessere Art, Daten zu filtern und Werte herauszuziehen, weil im Gegensatz zu den klassischen Vorschleifen, wie man sie so kennt, ist diese Art von Datenzugriff, die ist einfach besser lesbar, besser wartbar. Es ist relativ klar, worauf das Ganze abzielt und ist auch je nach Programmiersprache, je nach Problem und je nachdem auch deutlich schneller als diese Vorschleifen. Man sollte auch so als Takeaway, wir haben es im Lectorial in der Lösung nicht gemacht, aber hat damit zu tun, dass ich so ein bisschen immer das Problem habe, der Code, der soll so sein, dass jeder, der diese Python-Einführung gehört hat, den auch versteht und selber so geschrieben hätte. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, diesen Code sehr viel besser zu schreiben. Ja. Aber es geht jetzt nicht darum, den perfekten, super optimierten Code zu schreiben, sondern es geht ja darum, diese Konzepte erstmal selber umsetzen zu können. Und deswegen ist der auch an der einen oder anderen Stelle jetzt noch nicht so. Also ich würde ihn im Produktivsystem auch anders schreiben, aber es geht ja darum, dass Sie was lernen und dass Sie es überhaupt erstmal hinkriegen, diese Konzepte zu verwenden. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich sollte man Vorschleifen möglichst vermeiden und schon gar nicht probieren, viele Schleifen irgendwie zu verschachteln. Also eine Vorschleife in der Vorschleife in der Vorschleife in der Vorschleife. Das ist eigentlich ein sehr schlechter Programmierstil. Wir haben es leider an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gemacht. Worauf das Masking jetzt aber abzielt, ist genau solche Dinge zu vermeiden, die Anzahl an Vorschleifen zu reduzieren und wenn es die Möglichkeit dazu gibt, tun Sie das. Ja. Also dieses sehen wir auch hier, das hier ist doch 4 Zeilen Code mit so einer Filterung haben wir lediglich 2 Zeilen. Es ist super leicht wartbar, super leicht klar, was da passiert und hier mit den Vorschleifen angenommen, da kämen jetzt noch mehr Bedingungen dazu oder so, das Ding würde explodieren und wäre doch relativ schwer, dann irgendwann zu verstehen, was da passiert. Also ein neues Konzept, eine Idee, wie Sie besseren Code schreiben können, von mir für Sie. Und den werden wir auch an der einen oder anderen Stelle in der Übung dann verwenden. Verschiedene andere Funktionen, die ich Ihnen jetzt noch mitgeben möchte, die Sie vielleicht verwenden können, die durchaus Sinn machen im Kontext von genetischen Algorithmen, die wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch brauchen. Das ist die Zufallszahlenerzeugung und das Ziehen von zufälligen Elementen. Ja, der ein oder andere vermutet schon richtig, es ist gerade ein Crossover- und Mutate-Schritt von den genetischen Algorithmen wichtig, sowas zu können. Und dann geht es auch noch darum, hier Summen auf Data Frames zu berechnen oder eben diese Masks anzuwenden, die ich gerade vorgestellt habe. Ja, das geht mit Hilfe des Masks-Befehls in Pandas. Also hier zwei neue Dinge, die Sie jetzt noch nicht geübt haben, aber die werden wir jetzt gleich üben in der Übung. Und ich glaube, dann sind Sie soweit ganz gut vorbereitet. Zu guter Letzt noch mal hier der Hinweis, man kennt diese Slide schon oder Sie kennen die schon, wie wir Data Frames indizieren. Wir werden jetzt in der Übung mit Data Frames arbeiten. Es ist einfach nochmal gut, sich zu erinnern, wie wir die einzelnen Inhalte aus so einem Data Frame, beispielsweise wenn wir jetzt diesen Wert haben wollen,
wie wir den indizieren können. So, was ist Ihre Aufgabe? Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. Wir kommen in der Automobilindustrie. Sie sind jetzt als AI-Specialist im ganzen Unternehmen eingesetzt und Ihre erste Abteilung, die Sie um Hilfe ruft, ist die HR-Abteilung. Und die hat eine Auslastungsplanung und braucht da Ihre Hilfe, weil die das aktuell einfach aus dem Bauch rausgemacht haben. Und worum es jetzt geht ist, dass es einen Shift-Plan gibt, also einen Plan, wann bestimmte Arbeiter arbeiten können und einen Auslastungsplan, wie viel man jetzt in der nächsten Woche braucht und wann man die braucht. Und die keine Ahnung haben, wie man jetzt die Leute optimal so verteilen kann, dass diese Auslastung möglichst gut abgedeckt ist. Und natürlich erinnern Sie sich mit großer Freude an diese Vorlesung hier. Und jetzt ist es Ihr Job, so eine Auslastungsplanung mit Hilfe von genetischen Algorithmen zu optimieren. In unserem Fall ist das jetzt, sind es kleine Beispiel-Files. Im echten Leben wären das natürlich sehr große Files und die könnte man dann nicht mit Brute Force irgendwie ausrechnen, was die beste Planung wäre. Also da ist, es soll wirklich darum gehen, das mit genetischen Algorithmen zu lösen. Wir sagen auch, um das Problem so ein bisschen zu vereinfachen für den Anfang, für den Moment, ist es auch nicht möglich, irgendwie overnight zu arbeiten. Also 23:59 Uhr wird die Fabrik zugeschlossen und um 0 Uhr theoretisch wieder aufgeschlossen. Unsere Arbeiter haben miserable Arbeitsbedingungen. Sie müssen anfangen, also sie haben Anfangszeiten und haben eine maximale Arbeitszeit. Aber ob die dann voll ausgenutzt wird oder nicht, das ist dann nicht unser Problem. Hinzu kommt, wir haben Datenbankabzüge der Auslastung und der Arbeiter, die liegen als Excel-File vor, also wunderbar schon vorformatiert, Datenschema einwandfrei, also wir müssen da nicht groß irgendwie unsere Daten vorverarbeiten, das ist also super. Und da steht auch wirklich alles drin, was es zu wissen gibt und keine anderen Nebenbedingungen, die ansonsten eine Rolle spielen. Ansonsten den Code gibt es natürlich wie immer im Repository und ich würde jetzt noch ganz kurz eine Sache mit Ihnen besprechen wollen, bevor Sie loslegen. So sehen die Planungslisten aus. Wir haben einmal hier in der Excel die Tabelle Staff. Das ist jetzt eine Liste mit verschiedenen Arbeitern, die alle anonymisiert sind. Also wir haben hier IDs 1 bis 10. Ja, das sind die verschiedenen Arbeiter. Die haben verschiedene Tage, an denen sie anfangen können. Die haben eine Startzeit. Und sie haben eine vertragliche Arbeitszeit, die sie arbeiten können. Und alles, was länger geht, geht eben nicht. Dann können die nicht länger bleiben, dann hört das auf. Also wir können die nicht zwingen, irgendwie morgens um 6 Uhr zu kommen und dann bis abends um 24 Uhr zu arbeiten. Also der Kollege hier, der geht am Dienstag spätestens um 16 Uhr. Hinzu kommt, wir haben noch unseren Workload. Das ist eine Tabelle, wo drin steht, wann wir wie viel Manpower brauchen, um in der Fabrik vernünftig arbeiten zu können. Zum Beispiel am Montag um 4 Uhr brauchen wir eine Person, sonst läuft das Band nicht. Bevor wir So, hallo, willkommen zur Live-Coding-Session. Sie sehen jetzt schon, hier ist jede Menge Code da. Es hat damit zu tun, dass mir während der Entwicklung von dem Code die Aufnahme abgestürzt ist und ich es nicht gemerkt habe. Und irgendwie war es da schon zu spät. Deswegen würde ich es gern so machen, einfach mal gemeinsam über den Code hier zu gehen, anstatt den dann Zeile für Zeile abzutippen und meinen Senf dazu zu geben. Es ist hier ganz klassisch natürlich unsere zwei wichtigen Libraries, NumPy und Pandas, die wir brauchen für unser genetisches Algorithmenprojekt. Dann haben wir hier die Stafflist und das Workload Table, das ist ein klassischer Datenbankabzug. Ich mache den mal auf. Wir sehen jetzt hier, das ist eine Excel-File. Da haben wir unsere Kapazitäten, nicht unsere Kapazitäten, unsere Auslastung, beispielsweise am Mittwoch. Um 8 Uhr, hier Mittwoch 8 Uhr, da brauchen wir 10 Arbeiter, sonst kriegen wir das nicht geschaukelt, während wir freitags
tatsächlich genauso bekommen. Also die Auslastung ist eigentlich immer gleich. Man könnte jetzt hier aber auch andere Zahlen eintragen, ja, könnte die auch anpassen, das wäre überhaupt kein Thema. Dann haben wir ja hier unsere Arbeiter. Die haben ADs von 1 bis 10, die haben Startzeiten, die haben vertragliche Zeiten, die sie arbeiten dürfen, mehr geht nicht. Das sind alles Springer, das heißt, wir können die eine Woche vorher anrufen und sagen, hey, du musst Montag um 12 Uhr kommen und 10 Stunden arbeiten. Oder wir können die anrufen und sagen, hey, du musst montags um, was weiß ich, hier um 2 kommen und nur eine Stunde arbeiten oder so. Ja. Das ist einfach die Zeit, die bereit sind zu arbeiten. Wir haben halt hier, der hier hat dann 25-Stunden-Vertrag und die anderen hier, die haben einen 50-Stunden-Vertrag. Und je nachdem können wir die entsprechend einsetzen. Das sind jetzt Datenbankabzüge. Das ist also sehr angenehme Datenquellen, Excel-Files, alles schön strukturiert, könnte in der echten Welt ganz anders aussehen. Das könnten irgendwelche JSON-Files sein oder Daten, die wir crawlen müssen oder völlig unstrukturierte Daten oder. Hier ist also der Datenimport relativ angenehm. Wir laden die mit Pandas rein, übergeben hier das File-Object direkt mit dem Open-Befehl. Alternativ könnte man das auch rausziehen und File extra definieren, das ist alles, ups, ist alles möglich, ist einfach ein Stil, Programmierstil. So, im nächsten Schritt wollen wir jetzt diese zwei Dinge, die wir hier reingelesen haben, so, Specialist und Workload-Table, wollen wir in ein Format bringen, sodass wir das gescheit nutzen können. Also, wir wollen unseren Workload hier, wie viele Leute wir brauchen zu einer bestimmten Zeit, direkt vergleichen damit, wie viele Leute da zur Verfügung stehen. Das sind jetzt unterschiedliche Formate. Wir können jetzt nicht irgendwie, hier haben wir Montag 0 Uhr, woher wissen wir jetzt, wie viele Leute wir montags um 0 Uhr haben? Das heißt, wir müssen diese Staff-List auch irgendwie umwandeln in so eine Tabellenform, wo dann hier drin steht 4 Leute. Dann können wir hier gucken, wir brauchen aber niemand, alles gut. Hier 10, wie viele Leute wären denn da möglich? Könnten denn dann arbeiten? 8, ah ja, haben wir ein Problem. Ja, das wird es direkt vergleichen können. Und da ist die Format StaffList-Funktion gedacht. Hier übergeben wir die StaffList und ein Workload-Table. Dann wird das Workload-Table kopiert, werden alle Werte genullt und dann wird immer geguckt, ob dort ein Arbeiter zur Verfügung steht oder nicht. Und wenn da einer zur Verfügung steht, geht hier die 1 rauf. Wir arbeiten hier mit der Hilfsfunktion des Worker Available, die ist hier oben, und die macht Folgendes, dass man eine Stafflist hat und geschaut wird, ob ein bestimmter Arbeiter an einem bestimmten Tag, an wann der anfangen kann, das ist die Starttime, wie lange er arbeiten kann, das ist die Worktime und wann er spätestens gehen muss, das ist die Endtime. Und die Verfügbarkeit gibt einfach an, ob ein bestimmter Arbeiter zu dieser Zeit zur Verfügung steht. Dann haben wir noch eine zufällige Initialisierung des Evolutionsschrittes. Das machen wir deswegen, weil wir möglichst unterschiedliche Eltern haben wollen. Also wir stellen uns jetzt vor, dass so eine Auslastungsplanung ist jetzt unser Individuum, also eine einzelne Planung ist ein Individuum. Und wir wollen jetzt verschiedene Planungen über evolutionäre Schritte entwickeln und schauen, welche Planung einfach am besten gegeben dieser Auslastung ist. Das heißt, die werden hier zufällig erzeugt, man könnte die auch fix setzen. Das sind alles Designentscheidungen, die Sie dann als AI-Specialist, wenn Sie mit genetischen Algorithmen arbeiten, treffen müssen. Hier folgt dann die eigentliche Logik der genetischen Algorithmen. Das heißt, wir haben hier unseren ersten Schritt, wo wir die Elterngeneration erzeugen, Generate Staffless Population, also wir haben hier mehrere Stafflists, die zufällig erzeugt werden, mit Hilfe der Generate Stafflist Funktion oben, die wir uns gerade gebaut haben, und bauen dann einfach eine Population an Individuen auf. Und diese Individuen kriegen dann Kinder und die können ja dann jetzt dann miteinander irgendwie. Also es ist dann so, dass die ja irgendwie sich verändern, entweder durch Combination Crossover oder durch Mutation. Crossover ist es hier ein relativ simple Crossover. Hier wird
ein Elternteil als Mutter festgelegt, ein Elternteil als Vater festgelegt. Ganz wichtig, das sind jetzt hier nur Begrifflichkeiten. Sie können auch zwei Mütter machen oder drei Mütter und einen Vater. Sie können die auch ganz anders nennen, wie Sie wollen. Es ist auch so, dass ein Elternteil immer zufällig die Rolle Mutter oder Vater zugewiesen bekommt. Und was jetzt passiert ist, das Kind wird eine vollständige Kopie der Mutter und dann an einer zufälligen Stelle hier über NumPy Random Choice wird das, gibt es ein Crossover, da wird dann die Stelle der Mutter durch die Stelle des Vaters ersetzt. Und das fertige Kind wird dann in eine Kinderliste geschrieben und Crossover gibt uns dann eine Liste an möglichen Kindern zurück. Wir können hier auch festlegen, wie viele Kinder wir bekommen wollen, wie viele Kinder die kriegen dürfen. Das geht dann mit dem Num-Child-Befehl. Es folgt die Mutation. Und die Mutation funktioniert jetzt folgendermaßen, dass wir uns wieder zufällig Elemente raussuchen und die dann an einer zufälligen Stelle mutieren lassen. Dann wird dann zufälliger neuer Wert zugewiesen, nämlich die Startzeit. Und die Eltern werden dann entsprechend überschrieben. Zu guter Letzt brauchen wir noch die Fitness. Die Fitnessfunktion gibt uns zurück, wie gut unser aktuelles Individuum, in unserem Fall ist ein Planning Table, die Auslastung des Workload Tables abdeckt. Und dazu, wir haben es vorhin gesehen, schauen wir einfach nur, welche Werte haben wir im Workload Table und wie viele Arbeiter gibt uns diese Kapazitätsplanung und wie groß ist dann da der Unterschied. Das ist dann die Fitness. Das ist jetzt, ja, gibt sehr viele Möglichkeiten, dann so eine Fitness zu berechnen wiederum. In unserem Fall habe ich jetzt gedacht, der beste oder einfachste Weg ist einfach zu schauen, wie gut deckt dieser Table, also wie gut deckt diese Planung ist eben unseren Bedarf ab. Man könnte jetzt natürlich auch irgendwie noch so Kosten mit reinnehmen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, was weiß ich, morgens von 4 bis 7, da können wir den Laden auch zulassen, wenn wir da keinen finden, das ist nicht so schlimm. Aber wenn wir hier zwischen 8 und, was weiß ich, 10 Uhr, wo richtig High Noon ist, wenn da einer fehlt, das ist schon teuer, das tut richtig weh, das ist unsere Hauptarbeitszeit. Also solche Überlegungsmöglichkeiten gibt es alle auch. So, und dann ranken wir unsere Individuen durch, schauen an, welche sind gut angepasst, welche sind schlecht angepasst anhand der Fitnessfunktion und behalten dann natürlich nur die besten. Und das Ganze, die ganze Evolution ist jetzt hier in diesem genetischen Algorithmus, ist da jetzt reingepackt. Also, was passiert hier? Wir erzeugen eine Elterngeneration. Wir sagen, wie groß die sein darf. Wir wählen dann diese Eltern aus, behalten die besten zwei, mutieren die, machen ein Crossover und erzeugen dann eine neue Generation an Kindern. Und am Ende gibt's dann halt eine Planung, wie die beste ist und die wird dann behalten. Und aufgerufen werden kann das dann hier mit der Evolutionsfunktion, beziehungsweise bräuchte die vielleicht auch nicht, man könnte einfach auch das hier direkt laufen lassen, also wie es Ihnen lieber ist. Das ist so ein genetischer Algorithmus. Die Konzepte hier mal so ganz grundsätzlich in Python ich mal implementiert. Ich habe hier noch ein paar Printfunktionen drin gelassen, einfach um immer, damit Sie auch checken können, was die einzelnen Funktionen genau tun, ob die so tun. Und wird jetzt einfach mal sagen, spielen Sie damit ein bisschen rum, probieren Sie mal aus, probieren Sie den Code zu verstehen und vielleicht die eine oder andere Anpassung zu machen. Ja, also da gibt es noch viel Optimierungspotenzial. Bevor wir jetzt loslegen mit der Programmierung, würde ich jetzt hier einfach nochmal kurz die Konzepte reflektieren und mit Ihnen besprechen, wie wir das vielleicht umgesetzt bekommen. Das sehen jetzt hier links. So eine schematische Darstellung von so einer Evolution mit genetischen Algorithmen. Und der erste Schritt wäre jetzt, diese Stefflist, ja, die irgendwie so zu verarbeiten, damit wir wissen, ob jemand zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung steht.
Wir haben ja in der Staff List, haben wir gesehen, haben wir verschiedene IDs. Dahinter stehen natürlich Namen. Das kann der Carlos und die Mary sein. Oder der Elon und der Olli. Und wir wollen jetzt wissen, ob zum Beispiel um 1 Uhr, ob da jemand da ist oder nicht und wie viele Leute wir denn um 1 Uhr zur Verfügung haben, um das mit unseren Kapazitäten zu matchen. Das Planning Table. Oder wir könnten dann ein sogenanntes Planning Table erstellen. Da steht dann drin, Montag um 1 Uhr ist jemand da, Montag von 1 bis 2 Uhr hätten wir sogar zwei Leute, die arbeiten können und so weiter. Und schauen uns dann an, wie matcht das mit unserer tatsächlichen Auslastung. Und können dann eine sogenannte Fitness-Function ermitteln, die dann einfach misst, wie groß ist die Abweichung. Ja, also in unserem Fall würde die dann schauen, Montag passt, 100% Fitness, Dienstag passt, passt dann um 1 Uhr nicht mehr, das ist dann nur 50% Fitness und so weiter. Man könnte diese Fitness-Function auch viel komplizierter bauen, man könnte auch zum Beispiel sagen, ja, Montag 1 Uhr ist noch nicht ganz so schlimm, wenn da jemand fehlt, dann könnten wir das Band auch anhalten, aber während unserer Hauptproduktion ab, was weiß ich, 6 Uhr dagegen 7 Uhr. Da wird es dann richtig teuer, das können wir uns dann nicht erlauben. Das heißt, da ist der Schaden dann viel schlimmer, wenn da jemand fehlt. Also man kann irgendwie so Gewichte mit einbauen, man kann die auch anders berechnen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. In unserem Fall ist es jetzt halt eine einfache binäre Fitness-Function, die einfach nur guckt, fehlt da jemand oder fehlt nicht jemand. Oder wir könnten die auch ein bisschen cleverer machen und schauen, wie viele fehlen da. Also gibt sehr viele Möglichkeiten, diese Fitness-Function zu bauen. Und je nachdem ist es dann auch ein bisschen, wo Sie als AI-Specialist dann gefragt sind, wie man diese Konzepte dann konkret ausgestaltet. Im ersten Schritt würden wir jetzt hingehen und unsere Daten in Pandas, mit Pandas ins Beide hineinladen. Es geht mit Hilfe des Read-Access-Befehls, der einen File übergeben braucht. In unserem Fall erzeugen wir das File direkt mit dem Open-Befehl. Und können die dann in der Spider-IDE anschauen. Kann sein, dass manchmal so eine Art Fehlermeldung bei Ihnen kommt, ja, wie hier zum Beispiel zu sehen, dass diese Datei nicht gefunden wird. Der Grund dafür könnte sein, A, dass Sie kein Spider-Project angelegt haben, das ist ein typischer Fehler, oder dass der Pfad, wenn Sie jetzt ohne Spider-Project arbeiten wollen, oder wenn Sie mit einem Spider-Project arbeiten, aber dann stimmt entweder der Name nicht der Datei, da haben Sie einen Tippfehler drin, oder wenn Sie ohne Projekt arbeiten, dann stimmt der Pfad zu der Datei nicht. Ja, und die Lösung ist dann, dass Sie einen Rechtsklick auf diese Excel machen, die DB Staff Planning, wo die verschiedenen Auslastungsplanungen drin sind, und dann hier mit Copy Relative Path, dann können Sie sich den direkten Pfad zu der Datei kopieren. Ja, und die andere Möglichkeit ist aber einfach gleich ein Spider-Project zu machen und die in den Ordner reinzulegen. Und dann müssen Sie die laden können. So, der nächste Schritt ist jetzt die Format-Staff-Funktion. Und da geht es darum, dass wir unsere Liste an Arbeitern, dass wir daraus dieses Planning-Table erzeugen wollen, um besser planen zu können. Ob ein Arbeiter zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung steht oder nicht. Dazu brauchen wir so eine genannte Helper-Function, die einfach guckt, ist ein Arbeiter zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Tag verfügbar oder nicht, und gibt die dann wiederum an die Format-Funktion zurück, die dann die Arbeiter sukzessive hochzählt. Ich habe auch eine Print-Funktion dazu gepackt im Code, wo man genau das nochmal sich ausgeben lassen kann und auch testen kann. Ein typischer Fehler, der ist hier dem einen oder anderen, stelle ich immer wieder fest, passiert ist, die Range-Funktion. Vergessen Sie bitte einfach nicht, dass die Range-Funktion, dass die einen Exclusive-Wert am Ende hat. Das heißt, 1 bis 11 heißt, sie zählt von also sie zählt dann von 1 bis 10. Und ein weiterer wichtiger Hinweis ist, unsere Worker-IDs, die beginnen nicht bei 0, sondern bei 1.
Das heißt, hier die Range wirklich bei 1 beginnen und nicht bei 0, wie es sonst normalerweise üblich ist in Python. So, dann kommt die eigentliche Genetik, die eigentliche Evolution. Und jetzt geht es ja darum, dass wir als erstes eine sogenannte Elternpopulation aufbauen, eine Startpopulation. Das ist dann hier. Ja. Und diese Population kriegt dann sukzessive Kinder, mutiert und wir messen, wie gut die angepasst ist oder nicht. Und in unserem Fall würde ich diese Population jetzt zufällig erzeugen. Eine kleine Aufgabe für Sie am Ende ist es dann, man könnte beispielsweise auch diese Population am Anfang, könnte man die existierende Excel-Liste nehmen. Man könnte die auch nur teilweise zufällig erzeugen. Oder es gibt hier wieder zig Möglichkeiten, wie man so diese Startelterngeneration erzeugt. In unserem Fall, der Einfachheit halber, wird hier einfach eine zufällige Step, also eine zufällige Planung erzeugt. In unserem Fall, bitte nicht vergessen, wir erzeugen jetzt verschiedene Planungen. Also jedes Individuum von uns ist eine Planung der Auslastung. Und wir wollen jetzt die optimale Auslastungsplanung finden. Das heißt, unsere verschiedenen Planungen werden dann nochmal mutiert und teilweise verändern die sich auch. Die Planung selber erfolgt zufällig. Dafür haben wir hier diese GeneratestFlist-Funktion. Die kriegt einfach hier unsere bestehende StepList, iteriert dann über die Tage und IDs und weist dann hier zufällige Werte zu. Ja, kann man alles besser machen, alles ein bisschen klüger. Für den Anfang ist es aber, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, so eine Planung mal durchzuspielen. Wir haben dann noch die Genetik, die stattfindet, Combination und Crossover. Und in unserem Fall haben wir jetzt hier Mom und Dad. Schon, ja, können auch mehrere Moms sein, können auch mehrere Dads sein. Mom und Dad ist immer zufällig. Es wird hier zufällige Elternteil gezogen. Das kann im nächsten Schritt kann die Mama auch ein Dad sein. Ja, oder ein Dad kann auch eine Mom sein. Oder umgekehrt. Es sind einfach zufällig zwei Eltern, die gezogen werden. Der eine wird erstmal vollständig kopiert und der andere ersetzt dann ganz gezielt eine Stelle im Kind. Und das ist die Idee hinter dem Crossover. Wir haben in der Vorlesung noch verschiedene andere Arten von Crossover und Combination kennengelernt. Das ist ein Single Point. Dann gibt hier verschiedene andere Möglichkeiten, das auch noch anders zu machen. Ah, ich sehe gerade, das ist kein Single Point, sondern hier wird die Hälfte, ja, Size 25. Also werden hier zufällig die Hälfte der Planung wird hier zufällig ersetzt vom Vater. Also der Vater und die Mutter gehen mit 50% in das Kind ein. Könnte man auch, wie gesagt, in einen anderen Crossover machen. Dann haben wir die Mutation. In der Mutation wird jetzt den Elemente mutiert, das heißt, da werden zufällig neue Werte hinzugefügt. In unserem Fall geschieht das hier. Wir wählen zufällig aus, erstens mit Hilfe des Parameters numMutation, wie viele Stellen mutieren, wählen dann zufällig diese Anzahl an Stellen aus. Und ersetzen die dann mit einem Zufallswert. Das geschieht hier. Und zu guter Letzt brauchen wir ja natürlich auch noch eine Fitnessfunktion, um zu beurteilen, wie gut oder schlecht es unsere Planung ist. Und in unserem Fall schauen wir uns jetzt einfach an, wie stark ist die Abweichung zwischen den beiden Tabellen, Auslastung und Planung, und geben das dann als Fitness zurück. Und anhand der Fitnessfunktion ranken wir dann unsere Individuen durch. Das geschieht hier im zweiten Schritt. Und sortieren die dann anhand ihrer Fitness. Zu guter Letzt kann man das Ganze in einen großen Evolutionsalgorithmus packen, wie es hier geschehen ist. Das heißt, wir erzeugen uns erst hier diese zufälligen Eltern, geben an, wie groß die Population sein soll. Berechnen dann die Fitness, behalten nur die zwei besten,
machen dann ein Crossover und eine Mutation auf die Kinder, ermitteln eine neue Population und am Ende gibt es natürlich einen Gewinner, der dann optimal angepasst ist. Das Ganze kann man mehrmals durchlaufen lassen, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Iterations wir machen wollen. Ja, also je nachdem, wie viel Zeit und welchen Power Sie zur Verfügung haben. Und das ist, in Python ist die Umsetzung von so einem kinetischen Algorithmuskonzept. Wir haben unsere Population, unsere Fitnessfunktion, wir wählen Individuen aus, wir erzeugen Nachkommen, wir mutieren die, machen ein Crossover. So könnte man genetische Algorithmen in Python implementieren. Ist so ein bisschen die Frage, jetzt kommt da am Ende ja was raus, was sagt uns das jetzt genau, wie ist das zu interpretieren? Und wir kriegen dann am Ende hier eine Planung zurück, die ist hier zu sehen, und hier oben einen Wert. Und dieser Wert hier oben, das ist unsere Fitness. Gibt an, wie gut das Ding angepasst ist, wie viel Abweichung es gibt. Und darunter kommt dann die entsprechende Planung. Und jetzt könnten Man oder könnten Sie natürlich, und das ist vielleicht auch dann nochmal so eine kleine Denkaufgabe, könnte man diesen Algorithmus, diesen genetischen Algorithmus natürlich noch anpassen, an der einen oder anderen Stelle besser machen, vielleicht manche Parameter auch verändern und je nachdem vielleicht sogar bessere Auslastungsplanungen als die hier finden. Und da würde ich Sie jetzt einfach nochmal ermutigen, gehen Sie nochmal durch den Code, probieren Sie sich nochmal ein bisschen aus und probieren Sie das selber hier vielleicht noch so zu optimieren, dass bessere Ergebnisse rauskommen. Ansonsten super stark, dass Sie so lange durchgehalten haben. Die Übung war jetzt schon deutlich schwerer als die vorherige. Verspreche Ihnen aber, wir werden jetzt hier vom Niveau nicht mehr weit raufgehen. Ja, also wenn Sie das jetzt, sagen wir mal, schon schwer fanden, es wird jetzt nicht mehr schlimmer, braucht keiner eine Krise kriegen. Wenn Sie das jetzt halbwegs alles bestanden haben und meinen, ja, hätte ich selber auch so gemacht, hätte, würde ich auch selber so hinkriegen, dann super top, bin ich stolz auf Sie. Dann haben Sie es schon richtig drauf. Und wer jetzt an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ausgestiegen ist, probieren Sie vielleicht einfach nochmal die Python-Einführung anzuschauen, das Lectorial 1 nochmal zu reflektieren, sauber die Coding-Aufgaben zu machen und das Ganze jetzt vielleicht eher so als Information zu sehen, die Vorlesung weiterverfolgen, nicht nervös werden und sich einfach selber noch so ein bisschen Zeit geben. Ich bin mir ganz sicher, am Ende der Veranstaltung kann jeder, der alle Aufgaben gewissen hat, probiert zu lösen, auch diese hätte auch diese Aufgabe hier alleine hinbekommen, ohne zu spickeln, also auch so einen genetischen Algorithmus selber implementiert. Für Sie jetzt mitnehmen, was gibt es jetzt zu tun? Probieren Sie einfach mal verschiedene andere Parameter aus, ändern Sie vielleicht mal die Anzahl an Kindern, die erzeugt werden, probieren Sie mal eine andere Cost-Function oder Fitness-Function, welchen Einfluss hat das auf die Ergebnisse? Und das hier zu guter Letzt, das ist eher so zum Lesen, zum Anschauen, nicht zum selber machen. Es gibt im Internet auch einen ganz coolen Blog von Nathan Brixius und Randall Olson. Die haben sich mal überlegt, diese Nationalparks, so ein Roadtrip, könnte man doch auch so eine optimale Route vielleicht auch mit genetischen Algorithmen finden. Und die haben sich hingesetzt und mit Hilfe von genetischen Algorithmen das Problem, das wir in Vorlesung 2 hatten mit den Nationalparks, gelöst und haben eine richtig coole Route gefunden, wie man optimal alle Nationalparks in den USA auf dem Festland besuchen kann. Also wer sich mal dafür interessiert, einfach nochmal, kann gerne auf die Blogs schauen, das ist eigentlich ganz cool, das alten Python geschrieben, Code ist auf Git, vielleicht auch mal selber laufen lassen. Auf jeden Fall ganz nett, ist aber nicht klausurrelevant und ist eher so als kleiner Hinweis für Sie ist am Rande. Ansonsten super cool, dass Sie soweit jetzt durchgehalten haben. Und wir sehen uns in der nächsten Einheit wieder. Bleiben Sie dabei, probieren Sie ein bisschen zu coden, probieren Sie die Konzepte aus der Vorlesung umzusetzen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin.